Verloren, verloren. Visier geöffnet. Die Funktion der Helmdichtung. Und wieder alleine. Ich glaube nicht. Hat's überlebt. Und wo ist unser Kollege? Jacob. Elias! Elias! Also. Ja, dadurch, dass es halt ein Medium ist, läuft es halt fantastisch, ne? Ich würde es auch gerne in Ultra sehen, aber ich habe hier einen 1080p Monitor. Einer der ersten, der Full HD war. Also der ist etwa 20 Jahre alt. Dementsprechend würde ich gar nicht sehen, wenn dann der Superkontrast und HDR und Gedöns da aktiv wird. Und ihr würdet es dann auch nicht sehen, natürlich. Ganz im Gegenteil, ihr würdet dann sogar ein helleres Gamma sehen, weil, also so eine Trübung, so ausgewaschene Farben, weil HDR nicht übertragbar ist. Und was dann für mich fantastisch aussieht, ist für euch dann eben bah. Dieser Scheißsturm. Ja, ich sehe nix. Außerdem stand da Drecksturm. Ich glaube, hier sind wir richtig in dem. In die Richtung da. Würde ich mal behaupten. Ich weiß es ja selber nicht, ne? Ich spiele es ja auch zum ersten Mal, aber irgendeinen Referenzpunkt braucht man ja in der Ferne. Oh, da ist jemand. Komm her, Digga. Ich mach dich krank hinaus. Hey. Hey, hey, hey. Diese Dinger sind auch hier draußen. Boah, der Schnee. Habt ihr die Spuren? Guck mal, die Spuren hier. Geil. Credits. Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand. Komm mal da runter. War hier was? Nee. Ah, komm, wir gehen jetzt mal weiter. Guck mal. Beautiful. Ah. Liegt was? Nein, hier kommen wir nicht runter. Okay. Dann anscheinend doch dahin, wo der, ich nenne ihn mal Zombie, hingefallen ist. Vielleicht kommen wir hier runter. Was ist denn hier los? Mein Herz, Alter. Ich hab mich voll erschrocken. Grüß dich, Zeus. Boah, jetzt hab ich Puls. Kann ich da? Ja, da kann man einfach runter. Guck an. Jacob, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Ich hab grad volle Lautstärke. Erwischt. Alles gut bei dir? Lange nicht mehr gesprochen. Ich frag mich, was für ein Planet das ist.
Ob das ein bekannter Planet ist oder irgendwas? Schon wieder Urlaub? Ach, ist das 4 Wochen und ein Tag? Oder was es war? Bei mir ist es, ich glaube, der 19. August, wo ich dann 2 Wochen habe. Bin mir aber nicht sicher. Ja, ne? Geil. 4 Wochen und ein Tag. Saugut. Das Signal! Elias! Hätte ich auch mal wieder Bock drauf, tatsächlich. Ich habe gemerkt, eine Woche, was ich jetzt schon 2-mal hatte, das bringt überhaupt nichts. Da ist man gerade dabei, sich von der Arbeit zu lösen im Kopf. Und dann muss man nächstes Jahr schon wieder arbeiten. Also das bringt nichts. Es gab auch mal, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, ein Urlaubsgesetz, wo empfohlen wird, 3 Wochen Urlaub zu nehmen. Eine Woche, um psychisch abzuschalten von der Arbeit. Eine Woche für die Erholung und eine Woche, um sich wieder auf die Arbeit vorzubereiten. Ich glaube, ich hatte das noch nie in meinem Leben. So lange Urlaub. Normalerweise immer so 2 Wochen. Vielleicht auch mal 20 Tage. Aber das war's dann auch. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh. Wir brauchen Deckung. Los. Ja, du brauchst einen neuen Helm, Digga. Es ist nicht weit. Gar nicht weit. Komm. Nein, nein. Auf jeden Fall. 60 Tage Urlaub im Jahr. Das wäre der Hammer. Das wäre richtig geil. Was ja so ein Hin und Her ist England. In England ist es so, wenn die Feiertage an Wochenenden haben, dann werden die immer auf den Montag geschoben. Also es ist dann immer der Montag frei. Und die haben viele Feiertage an Wochenenden. So, das klingt erstmal ziemlich cool. Allerdings haben die auch nur 16 planbare Urlaubstage. Und das ist halt sehr wenig, ne? 16 ist krass. Da ist nicht viel mit Verreisen. Was halt auch der Grund dafür ist, dass wenn sie mal verreisen, ne, für 2 Wochen oder was, dann Mallorca oder sonst wo irgendwo hin und sich einfach die Kante geben ohne Ende. Da kann man es dann ein bisschen nachvollziehen, ne, wenn man nur einmal die Chance hat, Urlaub zu machen pro Jahr. Du bist zu spät. Früh genug für mich. Er kann mit Eiern wie kein anderer. Hey, was tust du da? Hey! Ich brauch doch das Ding. Und ich jetzt auch. Der ist doch eh tot. Hey, warte! Warte! Und wo willst du überhaupt hin? Ey. Ich bin Pilot, du brauchst mich! Wir haben dich befreit, Bitch. Du gehst besser los. Es tut mir so leid, Elias. Suche im Außenposten Unterschlupf. Okay. Hast du noch irgendwas für mich? Oh, ich kann ihn nicht treten. Oh, das ist aber fies. Mein Gott, bist du lost? Gar nicht. Gar nicht. Oh, ich habe noch irgendwas hinzugefügt in die Dinger. Und habe die Titanic-Flöte rausgenommen. Endlich mal. Oh, das ist auch noch zu. Aber frag mich nicht, was ich hinzugefügt habe. Ich habe am Samstag so viel Zeug gemacht. Ich war so unglaublich fit. Guck mal, die Schneephysik. Das ist geil. Ich war so unglaublich fit am Samstag, ne? Also ich habe schnell raus aus diesem Sturm. So viel erledigt, das ist der absolute Hammer. Also so habe ich mich bestimmt seit einem Jahr nicht mehr gefühlt. Ja, aber dementsprechend war dann auch der Sonntag. Da war dann nämlich, wie das halt bei Menschen wie mir so ist, eine Art Außenposten.
auf einen super tollen Tag folgt immer ein schlechter Tag. Ich hätte es am Samstag schon erahnen müssen. Hatte aber gehofft, dass der Sonntag trotzdem noch klappt. Aber keine Chance. Völlig erschöpft. Oh, 426 ist aber nicht so die Welt, ne? Kriegen wir ja nichts dafür. Was ist denn Rotz? Der interessiert mich gar nicht. Nach wie vor nicht. Okay, wir sparen einfach mal weiter, würde ich sagen. Brauchen wir Munition? Weiß ich jetzt gar nicht. Können wir was verkaufen? Nö. Oh, nur noch 2 Schuss für die Schrotflinte. Das ist natürlich nicht viel, ne? Komm, dann kaufen. Was waren das? 3 Schuss, glaube ich, ne? Pro Paket. 2, okay. So, ich gehe mal wieder. Alles klar, Zeus. Danke fürs Reinschauen. Und noch viel Spaß. Was ist denn hier los? Das ist echt laut, ne? Ich zuck voll zusammen. Ja komm, ein Päckchen nehmen wir noch. 6 Schuss, da werden wir dann schon noch ein bisschen was finden. Ich hier. So, kurz nachladen. Ist geladen, okay. So, hier war nichts mehr zu holen. Scheint irgendeine alte Anlage zu sein. Die machen wir mal vorsichtshalber kaputt, bevor die uns angreifen. Da ist noch einer. Aber erstmal hier. Ne. Da kriegen wir nichts. Boom. Ich habe das Gefühl, dass da gleich einer ist, der nicht gefroren ist. Oh, cool. Gesundheit. Beautiful. So. Oh, guck mal, da brennt Licht. Und der Schnee ist geschmolzen. Auf dem Anzug. Ach, wie geil. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Da steht wieder einer. Und hier ist nochmal Medizin. 2x Medizin in einem Raum. Yes. Das heißt, glaube ich, nichts Gutes. Wusste ich oder wusste ich nicht? Nicht verwandeln. Nicht verwandeln, Digga. Noch einer. Steht noch einer, aber hier lag was. Credits. Okay. Nicht verwandeln, Digga, nicht verwandeln. Gute Munition. Flintenmunition, ist doch gut. Ach so, wir müssen noch für einen Erfolg Gegner in solche Teile reinschmeißen. Muss man mal dran denken.
Hey, vielleicht. Nee. Okay. Achso, hab ich. Ich hab gar nicht geguckt, ob da was rausfällt, aber nee, fällt nichts. Ich glaube, das gibt heute noch Regen. Wir hatten heute 32 Grad den ganzen Tag. Und ich sag mal, angenehme 32 Grad. Ich schwitze ja eigentlich ab einer Temperatur von 25, aber war eigentlich okay. Also langsam wird es schwül und der Himmel ist trüb. Ich komme näher. Ich muss weiter. Hier weiter zum Hangar. Ach, ich dachte, da hätte sich einer versteckt. Irgendwas zu looten? Nee. Kann ich da rein? Nee. Kaputt. So, und jetzt sammelt sich der Schnee wieder auf dem Anzug. Ist das geil. Schöne kleine Details. Ich mag sowas. What? Hörst du auf? Warte, warte, warte. Oh, so einer. Oh, der ging schnell. Normalerweise, die haben ja einen Helm und eine kugelsichere Weste. Da habe ich bis zu 4 Schüsse gebraucht die ganze Zeit. Könnte sein, dass wir den Schaden abgegradet haben am Samstag. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Möglich wäre es. Guck mal, wie es der Schnee sammelt. Es wird immer mehr. Geil. Ich stehe ja total auf Grafik und so, ne? Und was ist technisch möglich und so weiter. Und wenn ich dann solche kleinen Details sehe, das macht mich glücklich. So, was ist hier? Was versteckt? Nö. Also hier ist nicht viel Loot hier draußen. Was ja verständlich ist. Oh, oh, er speichert. Scheiße. Brücke. Kaputte Brücke. Kommt doch bestimmt gleich jemand angesprungen. Nicht da lang? Ah, hier lang. Stehen kaum noch die Brücke. Das ist richtig. Nein. Jetzt sag nicht, ich muss springen. Ah, nee, ich. Hier. Schon was trinken aus Gemüscheltasse. Ohus. Checkt den Shop, wenn ihr eine schwarze haben wollt. Die weiße war limited.
dachte, ich kann den Schneehaufen kaputt machen. Au, wow, wow, Alter. Was bist du denn für einer? Ach so, so einer. Das war schon Dingens, ja. Na, was liegt denn da? Ah ja, ist ein Sprengkörper. Also eine Gasflasche. Leben. Jo, der ist gefroren. Dann mach mal die Tür auf hier. Da wieder schön die Schneespuren. Oh, das sind aber ganz viele von diesen Gasflaschen. Was kommt denn da auf uns zugerannt? Oh fuck, guck mal dahin. Das sind echt viele. Oh oh. Und im Schnee können wir nicht rennen. Oder? Ah doch, jetzt geht's. Vorhin ging's nicht. Hey, hallo, du da draußen? Hey da, ja? Such was, um diese Tür aufzustellen. Diese Zugangstunnel führen zur Schneeraupengarage. Ich kann uns reinbringen. Warum muss ich immer für die anderen was erledigen? Kann nicht mal einer was für mich machen? Hast du was gefunden? Ja, ich habe eine Idee. Oh. War keine gute Idee. Eine andere Tür. Nö. Tür irgendwo. War ja nicht. Die ist ja nicht erreichbar. Hier ist noch eine Tür. Aber das bringt auch nichts. Nee. Hier ist noch was. Wow! Alter! Ich wusste doch, dass ich was gehört habe. Noch einer. Ah, bisschen Munition sparen. Okay. Auch nicht. Hä? Wo soll ich denn rein? Das war Reaktion. Was. Da. Oh, unsichtbar. Hey, hey, hey. Kein Loot?
Wow. Und noch einer. Da. Ich hab dich gesehen und ich höre dich. Jetzt töte ich dich. Das war ein direkter Kopfschuss. Sehr geil. Ja, komm, dann mach die Türen jetzt doch auf. Komm. Bisschen blutig der Helm. Minimal. Ob ich die jetzt hier... War ich zu früh? Oh, da. Nee. Okay. Laufen wir nochmal eine Runde. Nicht hoch. Kann ich da rein? Nee. Komm doch. Komm doch. Oh, Digga. Okay. Credits. Leben. Wieder so ein Chip. Hoppala. Ja, nichts vorlesen. Okay. So, betritt den Tunnel zur Garage. Der vermutlich nicht hier ist. Oder? Kann man da hoch? Nö. Hier geht's auch nicht rein. Nee. Gucken wir mal die nächste Tür, die dann gleich aufgehen wird. Die da hinten. Und die. Da tut sich noch nichts. Nicht verwandeln, lieber. Nicht verwandeln. Nicht. Tu's nicht. Oh. Ja, da haben wir wieder zwei Schuss. So, rein in die Olga. Oh, der schmilzt aber schnell, der Schnee, ne? Halt. Das klang jetzt auch nicht so berauschend, tatsächlich. Ich glaube, das ist ein Monster.